Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eras Total Conquest. Ja, unserem Let's Play im ersten Zeitalter 970. Jetzt ist 977, also schon 14 Runden haben wir gemacht wegen Sommer und Winter. Mit unserem schönen Königreich. Jo, Buyid, genau. Eine Dynastie, sehr gut. Jo, unsere Gegner, er ist sehr stark. Unsere Alliierten werden bald wahrscheinlich kaputt gehen. Die werden wahrscheinlich bald dann erobert. Schauen wir mal. Okay, noch nicht. Sie steigern sich. Bei welchen? Beim Militär steigern sie sich auch. Haben wir auch. Jetzt sind wir ein bisschen runter für die Finanzen. Produktion ist noch nicht so gut bei denen. Territorium haben sie zugelegt. Sie haben uns die Rebellen wahrscheinlich, Rebellenstädte erobert, weggenommen. Aber die KI, die weiß immer, wo die sind und so. Das ist natürlich damals nicht so gut gewesen. Und bei uns, ja, sind die Finanzen einfach zu niedrig geworden. Ich hätte schneller reagieren können, aber hab's nicht gemacht, aus irgendwelchen militantischen Gründen. Da macht man ja auch Königreiche recht kaputt. Damit nicht immer Krieg machen. Weniger Krieg, das ist nicht gut für die Finanzen. So, wir gehen nach Burgund und dann nach Frankreich. Bei denen, die wollen wir, genau, wir wollen mal da hinschauen, bei denen. Die haben wir gemacht, sonst haben wir hoffentlich alle. Augen sind die eure. Wo haben wir sonst noch einen? Wahrscheinlich nirgends mehr. Nächste Runde. Ja, sehr gut. Ja, ich mache ein bisschen zu viele Pausen dazwischen. Ich muss ein bisschen dranbleiben. Ich nehme jetzt ein bisschen länger auf. Mache nachher noch eine Telefonpause mit meinem Vater. Aber dann mache ich noch zwei Folgen, denke ich, oder drei. Und ja, es ist momentan ein bisschen leise bei diesem Let's Play. Also, ja, werde ich halt nicht so schnell etwas reagieren können. Zum Beispiel hier greifen jetzt wieder die Ägypter an. Ja. Auf unsere schöne Stadt mit den vielen Wegen. Oh. Ist das die Burg? Die sind unterlegen. Das ist die Burg, das ist nicht eine Stadt. Man sieht es kaum, es ist so flach. Das ist eine Burg. Die greifen einfach unsere Burg an. Da hätten sie keine Chance. Null, Nietta. Irgendwas auch anders. Kroatien ist momentan erster. Okay, wir haben wieder ein bisschen ab. Wir waren zu teure Gebäude. Und hier ist auch der Schmied. Ja, wir haben jetzt gerade nicht so viele. Dann warten wir doch noch eine Runde. Die Burg muss jetzt nicht unbedingt versorgt werden. Und ja, können einfach nichts machen. Wir sind zu arm. So, schauen wir mal. Da können wir neue Rabian Nobel, also noble Reiter, können wir ja machen. Wir könnten eigentlich ein. Also Mangone sind ziemlich stark. Rocket Launcher. Oh, oh. Ui, das explodiert aber dann. Okay. Ja, dann greifen wir. Mein Sultan wünscht euch den Tod. Auch an. Sebni Levadi, Ungläubiger! Rebellen haben wir hier. Also wir greifen erstmal. Wir greifen mal den Rechten an. Der weg ist. So. Mein Sultan wünscht euch den Tod. Ach, die Stadt. Ich muss die Stadt auswählen können. Weg damit. Wie kann ich dienen, Sultan? Sind wir jetzt in der Stadt? Wir greifen über die Stadt, dann wo steht das? Nicht? Ja, egal. Gewinnen trotzdem. So. Okay, die mitteleuropäischen Speermilizen ein Level bekommen, sehr gut. Schön, läuft gut, auch wenn wir Krieg haben. Ist nicht so schlimm. Also, dann müssen wir eventuell dorthin noch eine Armee. Schafft's der Runde, der schafft's Runde, die anderen auch. Befehle? Wie mein Sultan befiehlt. Okay, dann gehen wir. Wie kann ich dienen, Sultan? Wie kann ich dienen, Sultan? Sultan! Runde verstärken wir, sehr gut. Und greifen wie an. Mein Sultan befiehlt. Wie kann ich dienen, Sultan? Nicht an. Wir stellen uns ihnen ehrenvoll.
Alhamdulillah. Ui. Wir haben gesiegt. Und, ja, wir haben... Oh, wir haben ein paar Gefangene. Also, wir werden... Wir werden denen einfach mal ein Zeichen setzen. Wir exekutieren sie. So. Okay, die Stadt ist unbewacht, weil wir nicht mehr... Wie mein Sultan befiehlt. Okay. Eine Armee aber runter so. Ja, ja, la. Ja, ja, la. Genau, ich mag die. Ich mag einfach die Namen. Die Sprache. Jo, nehmen wir einen hier. Und bei der Stadt können wir eigentlich wieder hoch. Very hoch machen. Very, very hoch. Und hier machen wir. Jo. Oder wir machen hier. Noch nicht very hoch. Wir machen. Ach komm, wir tun das Geld anders holen. Nur wissen, wo genau ich sollte. Ja, es ist nur ein Diplomat. Hier würde ich gerne noch etwas bauen, aber es ist viel zu teuer hier. Vielleicht irgendwo anders noch etwas bauen. Ja. Vielleicht noch knapp. Also ich möchte unbedingt mal schauen, was machen die Leute? Wieso ist jetzt hier zum Beispiel wieder Rebellen? Wer hat das erobert oder wer hat das verlassen müssen? Rebellenaufstand oder so etwas, weiß ich nicht. Was ist der Wille des Sultans? Wir schauen mal, wie viele Truppen die Stadt hat. Nicht viel. Wollen wir nochmals probieren, einfach, dass ich jetzt gerade keinen Krieg gegen die habe. Ich brauche aber irgendwie, ich brauche irgendwie Krieg, ich lasse es. Wir bleiben einfach hier, was ist denn das für eine? Tja, ein Merchant, okay. Saida, wir machen nicht so keine gut. Geschäfte nee, mit Ungläubigen. Da nur eine Kerzen. Ja, so drei Kerzen. So, ihr und hier müsste irgendwo eine Stadt sein. Wie heißt die Stadt? Kann ich etwas für euch tun, edler Herr? Ja, wie heißt die Stadt? Steht da nirgends. Also, wir brauchen... haben wir keinen Handel. Ich möchte eine Allianz mit den Burgunden. Demanding, okay. Machen wir doch zu. Nein, wir werden nicht akzeptiert. Damit ja, wieso nicht? Es wäre im Kreuzzug dabei gewesen. Das ist nicht unser Land. Kreuzzug ist uns egal. Also, dann gehen wir weiter. Wir müssen jetzt mal noch kurz schauen. Wir haben ja hier irgendwo zu Diensten. Merchant. Die müssen jetzt mehr einnehmen. Und alte Merchant müssen wir auch noch dann ersetzen können. Aber die sind alle noch jung. Ja, ja. Noch so nicht so schnell stehen. Assalamu alaikum. Also, dann machen wir den nächsten. Ja, haben alle. Wir machen am besten am Anfang immer die weit weg sind, die Truppen. Das ist wichtig. Also die Oströmer muss ich mal vergleichen. Und die Ägypter, ja, die haben keine Chance, die ziehen sich ab. Die biesen davon. So. Sie haben in die Hosen gemacht, in die Hosen. Wie mein Sultan befiehlt. So, aber die möchte ich gerne einfach angreifen. Mache ich noch erleben. Jetzt muss ich unbedingt Frankreich. Wie ihr wünscht, Sultan. Wie kann man das als Diplomat? Wie ihr wünscht, Sultan. Wegen entlang gehen. Na. Ah, hier ist Frankreich. Worüber wünscht ihr mit uns? Frankreich will eine Allianz. Generous, okay. Ein vernünftiger. Ui, wir sind alliiert. Oh je. Ja, also, ins Land müssen wir nicht gehen mit dem Militär, deshalb nicht hier. Das Military Access Bribe? Nein. Ja, egal. Dann gehen wir mal zu den Deutschen. Und dafür gibt's dreimal. Hier raste ich, Sultan. Okay, Kroatien hat zweimal Krieg gegen Ungarn und Wales. Wieso gegen Wales Krieg? So, also. Brigitte. Und Frankreich und ja, wir haben uns zu den perfekten Verbündeten gemacht. Okay, jetzt haben wir wieder 23 zu 1 gut gemacht.
Bear in the Rule, Chillery. Okay, wegen dem Kampf. Und genau, da haben wir nochmal so einen neuen Trupp. Also, ich möchte kurz den kämpfen. Sultan! Oh, die sind nah. So. Die sind nah. Alhamdulillah! Hier, aber ich sollte sie nicht angreifen, sonst ist sie stark unverteidigt. Mist. Ich hätte gerne, aber ich glaube, die gehen schon hoch. Also ich muss mich dort einfach befestigen. Ich werde mal, wenn es geht, irgendwelche guten. Dietz oder der eine. Ja, nochmals wieder gut machen hier. So, also eine Burg ist nicht so leicht, oder? Müssten eigentlich noch Geld haben für. Ja. Was wir machen ist hier einfach mal einen Trupp runternehmen. Befehle? Wir marschieren. Das werden wir ja schaffen. Lange Schatten beenden die heutige Reise. So, also diese Stadt hier muss wachsen. Das ist eine Burg, also Motte. Die Motte war einfach ein kleines Haus und Bailey. Bailey ist wahrscheinlich der Graben gewesen. Ich weiß nicht, was Bailey heißt. Also, die werden hoffentlich nicht irgendwie. Ich glaube, es wurde rausgenommen, dass die nicht mehr. Die sollten wissen. Amateure werden. Ich werde so, ja, das ist diese Tbilisi. Wir haben hier okay, hier. Am Danit, genau. Hier sind sie wieder. Ja, die haben Kamelreiter. Nein, das ist ein Pferd, okay. Das sah man nicht so gut wegen der Schrift. Wegen der Zahl. So, nur so aus. Wir gehen mal mit denen. Wir gehen mal mit denen dorthin und schauen, was die machen. Hier raste ich. Wir müssen doch irgendwas machen. Ich werfe eure Leiche den Hunden vor. So. Oder wir können. Ihr wisst. Vielleicht nicht mehr. Hier raste ich, Sultan. Und mit denen sind wir gelaufen. Was ist der Wille des Sultans? Okay. Schottland an die Macht. Mach die Schotten dich. So. Es ist mir eine Ehre. Gut, sie gehen nach links hoch. Sultan. Und wir haben zu wenig Truppen oben. Das rote Zeichen. Bei der Burg. Heißt, dass wir einfach jetzt momentan nicht ausbilden können. Wie gewünscht, Sultan. Denke ich mal. Namen. Hier wäre eine französische Stadt gewesen. Das ist ja nicht so wichtig. Hier raste ich. Ich möchte mal zur Schweiz gehen. Ich muss mal schauen. Ungefähr hier ist Basel. Dann gehen wir hier runter. Hier das nehme ich an, das wäre ein Römische Reich. So, wir haben leider hier wieder Belagerung. Ich frage mich, sicher schaffen, was ich euch als noch. Also machen wir jetzt erstmal die Truppen hier. Also ich möchte gerne mit euch. Aus den Schatten heraus will ich alles beobachten. Wollte einen Diplomat benutzen. Ja, es ist der Wille des Sultans. Ja, man sieht es einfach nicht so gut mehr. Ein Ding ist ein Spion. Ja. Also, Cordoba ist jetzt momentan im Krieg gegen Fatmid Calibrate. Das heißt, weil wir die gegen die Feinde sind, helfen die uns. Wir könnten mit denen auch eine Allianz machen oder so, aber es lohnt sich nicht, das ist zu weit weg. So, und leider haben wir jetzt wieder, jetzt sind wir nur noch 25. Dann sind andere besser geworden. Wir müssen jetzt momentan ein bisschen sparen. Ich würde gerne ein bisschen angriffslustiger sein. Aber. Oh, der Gildenmeister, hä? Wir sind Gildenmeister mit diesem. Cool. Ist leider schon 42. Haben wir den so spät gekauft? So alt? Befehle? Das kann man halt nie richtig wissen. Wir bleiben. Nein. So, also. Ich möchte gerne mit angreifen, aber das mache ich mal mit Speichern. Das ist mir ein bisschen zu. Wichtig, oder? Weil es kann auch fehlschlagen. Wir sind mehr Truppen, aber wie mein Sultan befiehlt.
Sultan! Ja, ja. Wir stellen uns ihnen ehrenvoll. Okay, das sind starke Truppen. Das heißt, können wir nicht abbrechen? Wieso können wir jetzt das nicht abbrechen? Ja, wir können nur aufgeben. Wir versuchen es mal. Wieso? Wieso sind die Truppen so stark? Ich frage mich, wie konnten die... was ist mit der KI los? Wir haben eine Mauer, die können ja nicht die Mauer einreißen. Hä? Das ganze Spiel ist total verbuggt. Das wusste ich gar nicht. Weil wir haben eine gute Chance gehabt. Ich wollte nicht in den Kampf eingreifen, weil ich sonst keine Angreifer hätte. Das ist auch immer problematisch damals gewesen. Man konnte nicht angreifen. Darf ich nicht einfach mal kurz angreifen und schauen, okay, schaffe ich das oder so? Das macht man im Real Life auch so. Man schaut, ob man es gewinnen kann. Man untersucht den Gegner, aber man darf nicht irgendwie... Man darf nicht einfach abbrechen, oh, jetzt ich habe keine Chance, ich greife doch nicht an oder so. Ganz komisch, aber ja. Es macht keinen Sinn, das müssen wir halt einfach alles nochmals lernen, wie das genau war. Wie kann ich dienen, Sultan? So, ich nehme irgendwie... Ja, der ist ja da unten. Wo ist jetzt der andere? Da. Ich könnte mit dem hoch eigentlich. Weil da unten muss nicht so verteidigt werden. Wie mein Sultan befiehlt. Wie kann ich dienen, Sultan? So. Befehle? Wir greifen einfach... Oder wir gehen einfach hier rein, wenn es gehen würde. Wir gehen einfach hier neben dran. Können wir nicht. Das kann ich nicht tun. Ja, aber ich wollte nicht mit dem angreifen. Dies wird ein ehrenhafter Kampf. What the fuck? Wieso sind wir so mega schwach? Das macht keinen Sinn. Ich bin jetzt sicher doppelt so gut. Ich glaube, das sind einfach so Elite. Wir können vielleicht mal nachschauen, was das für Elite-Truppen sind, aber es macht keinen Sinn, dass wir das nicht gewinnen. Wenn ich euch erwische, nützt euch euer Titel überhaupt. Das ganze Spiel ist sowas von derbe kaputt entwickelt worden. Hey, kann nicht mal Truppen anwählen oder so. Leiche den Hunden vor. Wenn jetzt. Ich euch erwische, nein, das ist nützt nicht. Euch euer Titel überhaupt nichts. Ich werfe eure Leiche den Hunden vor. Ich frage ja, mich, jetzt, was okay. Ich euch als wow, jetzt wurde es ausgewählt. Also, es sind einfach ganz normale Truppen, die ein bisschen ausgebildet wurden. Vielleicht schon viele Schlachten hatten. Also, eventuell kann ich jetzt einfach nochmal versuchen. Ich wollte den nicht angreifen. Wie mein Sultan befiehlt. Ich wollte einfach nur dahin. Jetzt, okay, gut. Und dann greifen wir ein. Tun wir endlich. Sultan? Also, wir könnten ja, jetzt. Überleben. Ich werde aber gerne die Schlacht. Okay, das Spiel hatte doch ein paar mehr Probleme bei so Sachen. Und die Entwickler sich einfach nicht genug Zeit genommen und haben so Sachen wie Truppen, die nicht richtig auswählbar sind und so, nicht bemerkt scheinbar. Ist ein bisschen blöde, aber kann man nichts machen. Wo sind die anderen Truppen jetzt? Hallo? Ich wollte eigentlich nur... Lockere Aufstellung, so. Also, das sind das, glaube ich, die Guten, oder wie? Mama, man sieht nichts. Was sind die guten Truppen? Wo man auch nicht irgendwie hier hinstellen kann, deswegen. So. Und eine Truppe muss ja. Und die gehen hier hinten. Okay. So. Alle zusammen. Okay. Und ihr geht. Ja, nicht hier hin. Oh Mann. Ich kann die. Also es wurde schon ziemlich. Wie kann ich denn drehen? Geht keine Taste. Ich kann die Kamera einfach nicht drehen. Ich muss das mal umstellen.
Nein, nicht Graphic hier. RTS, das ist ein Schrott. RTS-Kameras mag ich nicht. Total War kam. Ah, jetzt. So, und dann kann man. Doch, man kann drehen, okay. Das ist so blöd, dass Rome Total War einfach viel besser war. Also von der Steuerung und so war Rome Total War viel besser. So, und die Truppen hier kann ich nicht auswählen. Dann müssen wir angreifen. Okay, dann gehen wir mal raus mit den ersten Truppen. Das ist wichtig. Wir haben mit den anderen Truppen reagiert. Das ist eine Jose. Und wir haben auch noch hier. So. Mit den Truppen auch mal. Wenn man könnte. Und dann die zwei. Wenn man könnte. So, die schlechten Truppen werden angegriffen und die anderen, die bleiben einfach jetzt da. Was machen denn die überhaupt? Die bewegen sich komisch. Okay. Irgendwo den Bogen schützen. Die sind Wurfsperre. Dampfig waren, also in diesem Mod machen Bogenschützen unheimlich viel Schaden. Die Schlacht scheint sich zu unseren Gunsten zu wenden. Aus solchen Wendungen entsteht der Sieg. Aber angreifend. Gut, und die anderen müssen jetzt kommen, sonst haben wir keine Chance mehr. So, also. Ich denke, mit denen könnte ich auch angreifen dann, aber ich traue mich noch nicht so sehr. Also die haben... Okay, dann machen wir doch mal lockere Formation. Greifen die an. Okay, greift an. Und die greifen hier an. Und die können mal hier angreifen, die sind ja nicht so gut. Schwertmänner und Axtmilitär, das ist gut. Und dann können eigentlich die langsam angreifen oder den Anführer von Ägypten. Und ja, wir haben jetzt wirklich langsam. Oh. Greif doch bitte an. Das muss sein, dass wir so viele Truppen verlieren. Kann nicht gut auswählen, weil überall Truppen sind. Okay. Die könnte man jetzt anwählen. Genau. Dann ein einziger greift hier an. Und Bogenschützen greifen jetzt den Anführer an. Und wir sind langsam. Genau, wir sind langsam an. Greift jetzt an. Gut. Okay, das sind die. Dann nehmen wir auswählen. Okay, super. Also Bogenschützen hier hin an. Ich glaube, ich ziehe mich mal ein bisschen sonst zurück hier. Okay. Es ist gut, dass die hier angreifen, aber. Hier, hä, was sind jetzt die anderen Truppen? Die habe ich wieder weggezogen. Okay. Unser Ding wird gewonnen, oder? Wir haben nochmals einen Verlust. 16. Ja, ja. 15. Aber meistens gewinnt der Show, also er hat mehr Leben. 15.
verschwundenen Dinge. Wann ist der General tot? Wann ist der General tot? Ja, die werden irgendwann. Die werden weggeschleudert hier. Das ist ein wenig der Welche ist. Okay, der ist wahrscheinlich da unten. Okay, 12 haben wir noch. Bitte nicht. Wir haben der Schlange den Kopf abgeschlagen. Der feindliche General ist tot. Mal sehen, wie diese Schlangen ohne Kopf kämpfen. Genau. So, der Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Okay, wir sind rot, also wir sind immer noch im Vorteil. Greift da noch was an. Okay, da sind noch zwei Zwillinge. Wo sind denn die? Die können doch nicht die ganze Zeit alles verweigern. Greift jetzt an. Die waren das die, die geflogen sind. Kann doch nicht immer sein. Wir haben nur noch 7. Das Spiel hat immer wieder ein Problem, dass alle Arbeit verweigern, oder? Wieso verweigern Truppen immer ihre Arbeit in diesem Spiel? Und der Turm, der schießt gar nicht, oder was? Was machen die jetzt? Die machen gar nichts. Die müssen eigentlich jetzt hier nur angreifen. Ich denke einfach, sie sind alle tot und nicht gestreut oder so. Also das heißt, nein, ich bin jetzt mal mehr angreifen. Rang die machen auch hier nichts. Ich verstehe das Kampfsystem auch nicht so. Was machen denn die? Die erkennen irgendwie einfach nicht, dass wir hier kämpfen. Und da drinnen noch. Die gehen einfach irgendwo hin. Dann geht jetzt mal ein bisschen rein. Aber schnell da bitte. Das ist unglaublich, wie konnte man so ein Spiel eigentlich entwickeln? Es ist schon ein gutes Game, aber das Kampfsystem, das ist sowas von doof, dass man hier irgendwie 20 Mal klicken muss, was bis sie rennen müssen und so. Ich mag es überhaupt nicht. Ich spiele das Spiel wegen der Kampagnenkarte und so. Und nicht wegen den Schlachten. Also so verlieren wir die Schlacht, oder wir haben viele Verluste, weil die KI einfach nicht will. Die Verbünden, die machen fast nichts. Ein paar Pfeile schießen, ja, aber sie machen nichts. Ich weiß nicht wieso sie nichts machen. Wieso gehen sie nicht in den Nahkampf? Die Bogenschützen könnten die so mega überrennen, aber irgendwie machen sie gar nichts. So verlieren wir die Truppen. Ja. Schießt mal ein bisschen besser. Können die da nicht irgendwie. Okay. Jetzt geht die auf diese hier Bogenschützen. Unser Feind flieht vor uns wie eine Herde Ziegen. Wir wollen trotzdem noch weiter kämpfen. Und jetzt geht hier mal denen nach, ja. Die gehen nichts nirgendwo hin und denen nach. Und schießt bitte nicht immer unsere Truppen ein. Das ist Wahnsinn. Wir werden nur mit hohen Verlusten werden wir mit die Schlachten gewinnen, weil ja, scheinbar sind Gegner halt wirklich übermächtig sonst. Die haben viel mehr Schlachten und Ausbildungen, die sie bekommen oder automatisch generiert werden. Also hier. Oder sie machen die ganze Zeit Schlachten und haben nie Angst. Das haben wir, oder? Wir wollen jetzt nicht überall Truppen hinstellen, schicken, ohne General oder so, und uns die immer Schlachten machen lassen. Das geht nicht. Deshalb sind die Gegner eigentlich immer ein bisschen überlegen in Schlachten. Aber nix. Wisst ihr was? Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr so reinreisen. Die gehen nach. Und die, ja. Anführer, macht die Angsthasen kaputt.
Los, los. Schneller. Wieso wird das Spiel langsamer, wenn wir Kamera bewegen? Na, kommt ihr? Ja, sie kommen. Wir werden sie noch holen. Und es sind auch noch welche, ja. Und? Boah. Das sieht aber spektakulär aus. Ja. Cool. Irgendwann mache ich so ein Strategiespiel. Irgendwann entwickle ich das. Jetzt brauche ich erstmal Zeit für mein Rundspiel und ja, es ist auch ein bisschen ähnlich. Also man erobert auch irgendwelche Siedlungen und so, aber im Rundenspielmanier. Nochmal. Habt ihr. Oh, ihr habt schon Silber. Hey, die sind gut ausgebildet worden. Das muss ich mir merken, dass das Anführer sozusagen gute ja, Chancen haben, wenn sie fliehen, der Gegner. Okay, das müssen wir uns ein bisschen merken. Ja, wir haben viel verloren, aber die Gegner haben doppelt so viel. Okay, wir haben drei. Wir haben durch den Kampf gegen den Anführer und gegen die Fliehenden einfach drei Erfahrungen bekommen. Drei Ränge nach oben. Ja, Ränge sind es nicht, sind einfach diese Ausbildungen. So, wunderbar. Also, wir werden immer noch exokatieren. Wir werden böse sein zu denen. Die sind übermächtig. Wir müssen böse sein, sonst haben wir eine Chance. Und wir müssen bald die Truppen wieder runter tun. Auf jeden Fall, Cordoba wird uns schon helfen, das ist wichtig. A one hit point. Okay, super. Wir sind so gut im Kampf gewesen. Wir Anführer. Jo. Jetzt muss ich mal kurz schauen, die da. Also wir haben uns. Genau, wir haben uns mit dem zweiten. So. Ein von Popularität. 10 im Bonus und Tax Income. Das ist Town. Den tun wir rüber. Das kann den ich nicht tun. Wieso nicht? Emir von Chatter. Wo ist Chatter? Ist das Chatter? Martina in Chatter. Okay. Ja, gut. Also, dann geht's im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, zeigt das doch gerne. Ja, mit einem Kommentar. Also, ich rede jetzt nicht um Befehle? Irgendwelche morgen geht es weiter, ja, mächtiger Likes oder so. Aber ein bisschen Kommentar, ein bisschen zeigen. Und das reicht aus. Dankeschön. Tschüss.